Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeMSCOM auf der Sony PlayStation 4 und ich begrüße euch ganz herzlich wieder zu einem neuen Video von GTA 5. Ein nachkommentiertes Gameplay auf der Map Los Santos und Blaine County auf der PlayStation 4. Genau. Heute habe ich mal ein spezielles Thema vorbereitet. Und zwar, es geht um diese YouTube-Netzwerke. Wovon ihr bestimmt alle schon mal was gehört habt. Und ich möchte euch vor diesen Netzwerken eigentlich nur eins machen. Oder besser gesagt nur eins sagen. Ich möchte euch warnen vor diesen Netzwerken, die natürlich unglaublich viel versprechen, aber natürlich unglaublich viel davon nicht halten. Es ist so. Viele kleine YouTuber bekommen teilweise komische Nachrichten von irgendwelchen Netzwerken. Da steht zum Beispiel drin: Hey, der junge Zocker, deine GTA 5 Videos gefallen uns so sehr, wir würden uns freuen, wenn du in unser Netzwerk kommen würdest. Du würdest unglaublich stark gefördert werden, du würdest ordentlich Kohle damit verdienen und so weiter. So. Da fängt es schon an. Diese Netzwerke wollen nur eins. Die wollen an dir Geld verdienen. Die haben nicht mal deinen Kanal gesehen. Viele Netzwerke, die haben nicht mal auf deinen Kanal geschaut. Die gehen auf jeden kleinen YouTuber, den es gibt, posten diese Nachricht. Aber waren nicht einmal auf deinem YouTube-Kanal. Also das sind wirklich Leute. Diese ganzen Netzwerke wollen nur deine Kohle. So. Das sind Verträge, die muss man dann machen. Und da steht natürlich, oh, viel Geld, promoten und so weiter. Aber was natürlich die Leute nicht wissen, die Leute müssen das Geld teilen, was sie verdienen. Und das ist wie so ein Handyvertrag. Man unterschreibt etwas und man ist sozusagen ausgeliefert diesem Netzwerk, um es mal wörtlich zu sagen. Der Kanal gehört nicht mehr dir, nein, der Kanal gehört zur Hälfte dem Netzwerk. Für alles, was du reingesteckt hast, deine ganze Liebe, deine ganzen Emotionen, dein Herzblut, das verkaufst du durch das Netzwerk. Es geht bei YouTube leider heutzutage nur noch um eins, um Kohle zu machen, um viel Abonnenten zu machen, und das ist der falsche Weg. Das ist wirklich der falsche Weg. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal so eine Nachricht bekommt, sofort löschen. Sofort löschen und diese Person blockieren, weil diese Netzwerke sind widerliche Schleimer. Ne? Widerliche Leute sind das und die wollen halt nur dein Bestes. Deine YouTube-Einnahmen wollen die. So, genau. Dann muss ich jetzt auch nochmal was ansprechen, was mir auf YouTube aufgefallen ist. Viele große YouTuber, die ich damals gerne geschaut habe, ich möchte jetzt wirklich auch keine Namen nennen. Ich sag's einfach mal. Nee, ich sag's nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, dass man auf YouTube Werbung schalten kann. Das ist alles in Ordnung, wenn man die Werbung auch wegklicken kann. So, jetzt ist es mal bei mir aber so, wenn ich schaue die meisten Videos auf dem PC an, wenn dann Werbung erscheint, und ihr habt bestimmt alle schon diese Erfahrung gemacht, wenn man diese Werbung nicht wegklicken kann. Das heißt, man muss sich diese 15 Sekunden Werbung komplett anschauen und dann erst kommt das Video. Da denke ich mir wirklich, das darf so nicht sein. Was sind wir? Was ist das heute geworden? YouTube ist nicht mehr YouTube. Nein, YouTube ist eine Geldmacherei geworden. Und das ist wirklich scheiße, muss mal hart so sagen. Deshalb weiß ich auch nicht, wie lange ich YouTube noch betreiben werde. Weil wahrscheinlich werde ich irgendwann mal meinen Kanal einfach löschen. Weil so wie es auf YouTube ist, gefällt es mir persönlich nicht mehr. Jeder Assi kann damit Kohle verdienen. Finde ich ganz, ganz schlimm. Und die Abonnenten werden teilweise in meinen Augen auch auf vielen Kanälen einfach ausgenutzt. Als Klickhuren, als Geldhuren benutzt. Ich finde das eigentlich ganz schlimm. Wisst ihr, YouTube war damals noch so eine Sache, dass das hieß Spaß. YouTube betreiben aus Spaß.
Heute nein. Heute machen die Leute nur noch, oder viele YouTube, nur noch um eins zu machen, um Geld zu verdienen. Würden bei den bei vielen YouTubern wäre die Möglichkeit gar nicht mehr da, mit YouTube überhaupt einen Cent zu verdienen, dann würden so viele Kanäle schließen. Ne? Weil viele YouTuber einfach nur auf eins aus sind, auf die dicke Kohle. Natürlich nicht alle, natürlich nicht alle. Aber viele, ne? Und das ist scheiße, ist das. Richtig scheiße. Geld macht aus Menschen Arschlöcher. Naja, egal. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Eudogamescom auf der PlayStation 4. Ich empfehle euch, niemals in ein Netzwerk zu gehen. Ihr verkauft eure Seele, euren Kanal. Ihr müsst euer Geld teilen. Ihr habt AGBs, Verträge, Klausel. Scheiße. Alles scheiße. Braucht man nicht. Es geht um den Spaß bei YouTube. Macht einfach euer Ding und haut rein, Mann. Bis zum nächsten Mal. Eudogamescom auf der PlayStation 4. Ciao.